Für euch, die ihr glaubt, ist Jesus kostbar. Doch für die, die ihn ablehnen, gilt das Sprichwort: Der Stein, den die Baumenschen als wertlos weggeworfen haben, ist zum Grundstein geworden. Hallo, ihr Lieben. Ich sortiere gerade Steine. Die habe ich nämlich im letzten Urlaub gesammelt. Und hier kommen die hin, die ich behalten möchte. Und hier kommen die hin, die ich verschenke. Ja, ja. Genau. Was habt ihr gesagt? Ach, die nächste Geschichte. Ja, ja, die lese ich euch gleich vor. Ich muss hier nur mal kurz euch meinen allerschönsten Lieblingsstein zeigen. Oh, der ist so weich. Das ist so ein richtiger Handschmeichler. Oh, der bleibt auf jeden Fall da. Ja, ich lese ja gleich die Geschichte vor. Boah, schaut euch den an. Ich glaube, das ist mein liebster Lieblingsstein. Der glitzert so gold, den muss ich auch behalten. Oder das sieht aus wie Karamell. Okay, ihr habt gewonnen. Auf geht's in die nächste Geschichte. Der schönste Stein. Herr Trompe hat einen großen Berg Natursteine in seiner Auffahrt liegen. Er will im Garten daraus eine Mauer bauen. Timo und Papa helfen Herrn Trompe, die schweren Brocken mit der Schubkarre hinters Haus zu bringen. Da will Maike natürlich auch mit seiner Kinderschubkarre helfen. Es dauert Stunden, bis alle Steine weggeräumt sind. Schließlich ist nur noch einer übrig. Er hat eine lustige Form und ist auch farblich etwas anders als die anderen Steine. Den kann ich nicht nehmen, der passt nicht zu den anderen Steinen, meint Herr Trompe. Darf ich den haben? Fragt Timo. Er findet den Stein toll. Als Herr Trompe nickt, schleppen Maiki und Timo den Stein gemeinsam nach Hause. Oh, was sollen wir denn damit? Fragt Mama etwas genervt. Doch Kiki, die dazukommt, hat schon eine Idee. Daraus können wir einen Brunnen für meinen Teich machen. Einen Springbrunnen. In der Garage liegt schon seit letztem Jahr ein Brunnen. Vielmehr der Motor und das Rohr, aus dem das Wasser dann kommen soll. Der sieht hässlich aus. Deshalb wird er auch nicht genutzt. Papa findet die Idee gar nicht so schlecht. Er fragt Herrn Trompe, ob er einen großen Steinbohrer hat, damit sie ein Loch hineinbohren können. Herr Trompe hilft gleich mit, denn das ist gar nicht so einfach. Man muss ganz vorsichtig bohren, damit der Stein nicht bricht. Es dauert ziemlich lange, bis die Männer fertig sind. Da Herr Trompe immer viel werkelt, hat er sogar noch Klebstoff, um den Stein mit der Pumpe zu verkleben. Am nächsten Tag ist der Brunnen fertig. Boah, sieht der toll aus! Selbst ohne das Wasser, das durch den Stein sprudeln wird. Schließlich steht die ganze Familie um den Teich herum, als Kiki den Stecker einsteckt. Es knirscht ein bisschen. Dann kommt eine erste kleine Fontäne. Nach einer Weile läuft das Wasser munter am Stein herunter in den Teich. Alle klatschen. Und als Herr Trompe nachmittags vorbeikommt, lacht er. Ich hätte den Stein behalten sollen. Er ist wirklich sehr schön. Ja, okay.
behalte ich auch. Den muss ich aber auch behalten. Der sieht ja aus wie eine Rutschbahn. Ja, der ist witzig. Ja, manchmal sehen wir erst, wie schön etwas ist, wenn wir es weggegeben haben. Herr Trompe bekommt seinen Stein nicht wieder. Auch Jesus wurde regelrecht weggeworfen, weil viele ihn unpassend fanden. Dabei ist er das Wichtigste in unserem Leben. Zum Glück ist es nie zu spät, das zu erkennen. Also den behalte ich auf jeden Fall. Das ist ein richtig schöner Handschmeichler. Wir sehen uns morgen wieder, ne? Ja, bis dahin muss ich mir den echt nochmal genauer angucken. Der ist so toll. Oh, wow. Nolastisch toll.